Hey Leute, hier ist Hunted. Ja, wir sind jetzt auf meinem Free-to-Play-Account, den ich jetzt vor kurzem angefangen habe. Ich glaube, vor 4 Tagen oder 3 Tagen waren es, genau. Und wir wollen uns jetzt hier gleich an die Monsterwellen machen. Da wir auch gerade hier im Free-to-Play-Bereich sind, dachte ich, haben einige ja schon im Forum gelesen, wird es demnächst ein Event geben. Genau genommen wird es heute um 0 Uhr starten und morgen den Tag lang andauern. Wenn ihr jetzt noch keinen Kürbisherzog habt, ist es eine interessante Möglichkeit, zu versuchen, den 25% Bonus auszunutzen. Und zwar wird das Event, wie gesagt, heute um 0 Uhr beginnen und den morgigen Tag lang andauern. Kauft ihr morgen 1000 Edelsteine, also ohne Bonus, dürft ihr ein Ei zerschlagen. In dem Ei kann Splitter, Ruhmpunkte, Edelsteine oder ein Kürbisherzog drin sein. Leider kein Eros. Also für mich ist es relativ uninteressant, aber der Kürbisherzog kann dabei sein. Das wird eben sofort den Spielern gut geschrieben. Ihr müsst eben darauf achten, dass ihr einen freien Platz habt in eurem Heldenaltar. Ja, wie gesagt, man kann maximal 100.000 Edelsteine morgen kaufen. Der Bonus zählt nicht. Und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Kürbisherzog drin ist, würde ich mal denken, ist sehr klein. Also wahrscheinlich so groß, wie als wenn der Gamroids macht. Aber gut, morgen ist eben dieses einmalige Oster-Event. Wem der Kürbisherzog noch ganz dringend fehlt, hat dann nochmal die Möglichkeit, natürlich über das Event und damit den Stein Glücksspiel zu betreiben. Ja, wie gesagt, der Account hier, auf dem wir hier sind, Splitterfarm, findet er in Gilde Core. Ist jetzt, ja, wie schon gesagt, 3 oder 4 Tage alt. Und ich dachte mir, ich baue schon mal das Base Design um und habe einfach mal A ihn probiert und überraschend festgestellt, dass ich A schon locker schlage. Oder auf jeden Fall schlage. Die Türme sind hier 8, 6 und 7. Das Rathaus ist Stufe 9. Das Ganze basiert natürlich auch wieder darauf, dass hier die Monster vor der Base langlaufen, in der Zeit von den Turmen beschossen werden. Die sind natürlich noch lange nicht so weit, dass das wirklich so funktioniert. Aber für Welle A hat es eben schon mal gereicht. Und ich zeige euch einfach mal, wie das Ganze abläuft. Es gibt natürlich Spawnpunkte, die sind relativ ungünstig. Die sind hier hinten in der Ecke. Deswegen steht hier das Rathaus und die beiden Goldlager, um als Tanks zu fungieren. Das eigentliche Ziel ist, wie bei allen Designs, die Monster laufen hier vorne lang, werden beschossen. Und wenn dann hier vorne alles clear ist, dann sollen sie quasi hier um die Base rumlaufen und hier von den Seiten bzw. hinten in die Base reinkommen und da wieder von der Truppe von Helden angegriffen werden. Das hat natürlich den Vorteil, dass eure Base nicht komplett geschlossen sein muss, hat aber auch den Nachteil von dem Spawnpunkt hier in der Ecke. Ist eine Alternative zur Death Base, die man hier in der Mitte dann immer aufbaut. Und hat natürlich auch den Vorteil, dass er am Anfang hier eure Truppenlager mitnutzt. Bei dem anderen Aufbau sind ja quasi die Gebäude außen platziert und haben keine wirkliche Funktion. Und hier nutzt ihr die Gebäude quasi schon von Anfang an für eure Türme und mit euren Truppen, um hier erfolgreich zu verteidigen. Ja, ich werde das Design auf jeden Fall noch eine Zeit lang ein bisschen rumexperimentieren, ein bisschen testen. Wie gesagt, mit meinem Main-Account hatte ich damals, als die Monsterwellen angefangen sind, mit diesem Aufbau eben angefangen, bevor es überhaupt diesen Deathbox oder wie sie alle heißen gab, war das hier so die erste Idee, die aufgekommen ist. Und wenn man jetzt gerade noch nicht so ein hohes Rathaus hat und noch nicht so viel Mauern, eignet sich das gleich am Anfang damit zu beginnen. Ihr seht ja auch dasselbe in meiner Helden. Zum ersten Mal habe ich Monsterwelle A besiegt, da waren die Helden Stufe 20. Die Türme habt ihr eben gesehen. Also man kann Monsterwelle A relativ zügig angehen. Ziel ist es, mit dem Account vielleicht also 50 Splitter für Core zu farmen, damit ich einmal am Tag den Bosskampf machen kann und dafür nicht die Splitter vom Main-Account brauche. Langfristig ist es natürlich hier zu sehen, dass ich gerne noch den Druiden im Team hätte und die Splitter, die dann übrig bleiben, für einen Donnergott sparen werde und euch hier als Free-to-Play-Player eben zeigen werde, wie man eben die Monsterwellen auch mit niedrigen Rathausstufen effektiv angehen kann. So, jetzt haben wir den Drop hier hinten in der Base. Ihr seht, das Rathaus ist im Fokus und ja, die Heldenbasen sind jetzt auch noch nicht ausgebaut, sodass hier unten erstmal nur der Engel und der Henker die Helden angreifen. Später, wenn unsere Türme natürlich höher sind, das würde alles hier hinten in der Ecke angreifen. Aber ihr seht, bevor das Rathaus vernichtet ist, sind die Helden samt Truppen down. Also ist der Spawn hinten in der Ecke, ein einmaliger Spawn, nicht so dramatisch.
Das haben wir den Drop hier unten. Und hier ist es natürlich auch wieder, dass wir die Monster schön hier rumlaufen und von hier hinten reinkommen und eins der Gebäude hier vorne angreifen wollen. Ja, natürlich, die Range-Kämpfer können von außen die Türme angreifen. Das könnte man später noch, oder werde ich dann später noch mit Mauern erweitern. Ich glaube, man braucht eine 4er-Mauerreihe, damit das nicht passiert. Aber ihr seht, die Nahkämpfer laufen wir schön außen rum, werden attackiert, bevor sie an dem entsprechenden Gebäude sind, und wir haben da eigentlich keine Probleme. Ja, jetzt haben wir nochmal den Spawn. Hier oben sind natürlich so Punkte, wo es relativ ungünstig ist für die Monsterwellen, um da anzugreifen. Aber hier auch die ganzen Top-Leute in den Monsterwellen, die hier irgendwie diese 3-4 Sekunden für eine Welle brauchen, haben irgendwie ein Design, was hier anerkannt ist. Und nur wenn der Spawn quasi in der Base kommt, schaffen die diese extrem hohen Zeiten. Gucken hier mal rein, was so bei A, ne, hier unter einer Sekunde. Die haben auch irgend so eine Base, wo das dementsprechend aufgebaut ist. Vielleicht schaffen wir es ja hier irgendwo rein in die Top-Liste. Ja, wie gesagt, in nächster Zeit werde ich euch das Design weiter vorstellen, was wir hier noch verbessern können. Das soll es erstmal jetzt gewesen sein. Ja, viel Spaß, wenn ihr euch dafür entscheidet, am Oster-Event teilzunehmen. Ansonsten, wenn euch die Videos gefallen, abonniert den Channel, liked das Video, wenn ihr Feedback habt für mich hier, auch gerade als V2Play-Player, was ich noch anders machen kann oder was ich zeigen soll, freue ich mich immer, wenn ihr mir Kommentare da lässt. Ansonsten, alles Gute, euer Hunted.